euch. Willkommen zurück. Es wird Zeit, ein neues Spielzeug vorzustellen. Ja, es handelt sich hierbei um die Silky Big Boy 360 10 Medium. Diese Silky hier ist nicht unsere erste. Vor genau einem Jahr ist schon mal eine in unseren Besitz gekommen. Leider wurde die durch den Sohnemann rabiat verkürzt, der hat sie abgebrochen. Und jetzt musste einfach eine neue her, diesmal eine Nummer größer. Die Silky Big Boy ermöglicht ein reibungsloses Sägen, dadurch, dass sie einfach eins der längsten Blätter der Klappsägen hat. Erzählen kann ich euch viel, ich würde sagen, wir holen uns jetzt gleich mal ein Testobjekt. Heute kommt. Also mit diesem Sägeblatt sind Schnitte quer und diagonal zur Faser möglich. Fangen wir am besten gleich mal an. Also wie ihr seht, kaum Kraftaufwand und das Schnittbild ist echt super. Das ist wie abgeschliffen, total glatt, nicht ausgefranst, überhaupt nichts. Dieses saubere Schnittbild hat auch noch einen weiteren Vorteil, zum Beispiel beim Obstbaumschnitt. Da fließt jetzt das Wasser hier einfach ab, weil es so eine glatte Oberfläche ist. Wäre es jetzt rau, dann könnte das Wasser hier überall eindringen und hängen bleiben. Und so entsteht hier überhaupt keine Fäulnis. Zur Verdeutlichung hier nochmal bei dem dickeren Teil. Ja, wie ihr seht, bin ich kein Muskelprotz, überhaupt nicht, aber es geht wirklich fast ohne Kraftaufwand. Das Sägeblatt der Silky ist hart verchromt und die Sägezähne haben mit Diamantscheiben geschärft. Wenn man hier jetzt mal ranzoomt, sieht man, dass die Sägezähne mit sogenannten Räumzähnen durchsetzt sind. Die haben einfach dazu da, dass man bei Längs- und Diagonalschnitten auch gute Leistung erzielt. Und die verhindern auch das Verstopfen,
und schonen die anderen Zähne, weil da natürlich die anderen Zähne auch noch weniger Schnittbelastung haben. Übrigens, falls das Sägeblatt mal abbricht, das ist doch relativ dünn und biegsam. Unser Sohnemann hat es leider nicht beherzigt, dass es eine reine Zugsäge ist. Das heißt, nicht schieben, sondern nur mit geringem Kraftaufwand ziehen. Sollte es dennoch mal passieren, dass es bricht, kann man die Sägeblätter auch einzeln nachkaufen. Die kosten je nach Shop um die 40 Euro. Wir haben hier bei der Big Boy eine Klingenlänge von 36 cm, eine Klingenbreite von 42 mm und eine Stärke von 1,3 mm. Der Aluminiumgriff hat hier so eine Gummiummantelung, die ist echt super, weil man hat hier einen echt super Griff und die Gummiummantelung ist auch super, wenn es leicht nass ist. Man rutscht einfach nicht ab. Die Haptigkeit ist wirklich super, fühlt sich auch sehr angenehm an. Die Säge kann man entweder mit einer Hand benutzen, es ist aber auch eine beidhändige Führung möglich. Also da haben auch zwei große Männerhände gut drauf Platz. Ausgeklappt haben wir hier eine Länge von 76 cm. Und geschlossen haben wir eine Gesamtlänge von 39,5 cm. Die Silke lässt sich in zwei verschiedenen Positionen arretieren. Also hier im eingeklappten Zustand leider nicht. Das ist ein kleines Manko. Aber ansonsten einmal hier, also ganz normal. Und was für Überkopfarbeiten noch ganz praktisch ist, ist noch einmal so. Preislich liegen wir hier bei ungefähr 70 Euro. Das variiert natürlich wieder pro Shop. Ist nicht ganz wenig, aber ich finde, das Geld ist ja wirklich wert. Und was tut man nicht alles, um seinen Mann glücklich zu machen, gell? Ein kleiner Minuspunkt von mir ist noch, dass wenn man sie hier zusammenklappt, die Sägeblätter dann oft hier auf dieser Gummiummantelung aufsitzen. Und das ist ein bisschen Primelarbeit, dass man es dann reinbekommt. Aber das ist jetzt keine große Dramatik. Mit 430 Gramm ist das Gewicht relativ hoch. Das Alu, das hier bei dem Sägeblatt verwendet wurde, ist zwar relativ leicht, aber dennoch sehr belastbar. Im geschlossenen Zustand arretiert die Säge leider nicht. Man kann dem ein bisschen entgegenwirken, indem man die Schraube einfach umso fester zieht. Aber es ist leider keine Arretion vorhanden. Bei den Sägen gibt es vier verschiedene Zahnungsarten, also für jeden Einsatzort genau das Richtige. Das ist ja jetzt schon die zweite Silke, die sich in unserem Besitz befindet. Und wir finden die echt toll. Das Schnittbild ist absolut super, die Schnittleistung ist gut. Es braucht überhaupt keinen Kraftaufwand. Und je nach Größe der Säge lassen sie sich auch wirklich super vielseitig einsetzen, sei es jetzt bei der Waldarbeit, da braucht man halt dann die größere Variante, oder beim Obstbaumschnitt oder kleine Holzarbeiten zu Hause, die sind wirklich für jeden Einsatzort bestens geeignet. Ich finde auch gut, dass es verschiedene Zahnungsarten gibt, also ob grob oder fein, dass man da auch nochmal variieren kann, je nach Einsatzort. Und ja, ich habe das ja vorhin gesehen, es lässt sich absolut leicht schneiden. Ich habe mich überhaupt nicht anstrengen müssen. Klar geht es auf die Dauer auch auf die Arme, aber auch wenn jemand zart gebaut ist, so wie ich, kann man da einfach mal einen mittelgroßen Baumstamm durchsägen, ohne dass man jetzt dann auch außer Puste ist. Also ich kann euch die Sägen nur sehr ans Herz legen, nur empfehlen. Ihr habt bestimmt auch die ein oder andere Klappsäge. Vielleicht gibt es in naher Zukunft nochmal einen Vergleich. Es gibt immer wieder mal bei Discountern so kleine Klappsägen für kleines Geld im Angebot. Vielleicht gibt es da in naher Zukunft mal einen größeren Vergleich. Dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Video mit dabei seid, uns abonniert und vielleicht auch einen netten Kommentar da lasst. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht es gut. Pfiat euch!